Donald Trump sorgt weltweit mit seinem aggressiven Wahlkampf für Wirbel, doch hier in Kallstadt in der Pfalz schert man sich nicht groß um den US-Präsidentschaftsanwärter. Dabei stehen hier vis-à-vis die beiden Geburtshäuser seiner Großeltern Friedrich und Elisabeth, die vor mehr als 100 Jahren ausgewandert sind. Die Familie ist reich geworden, hat mit Immobilien Geld verdient. Das ist sicher eine enorme Leistung, aber die Frage, eben jetzt ohne eine Beziehung zu haben, aktuell wohnt gar keiner mehr von der Trump hier in Kallstadt, warum soll man darauf stolz sein? Auch Trumps Ideen kommen nicht gut an. Der redet, was die Leute hören wollen, nicht was vielleicht sinnvoll wäre. Ob das jetzt dieser Obamacare ist, also ich finde, jeder sollte eine Krankenversicherung haben. Ob arm oder reich spielt keine Rolle, es geht doch bei uns auch. Dann, dass er nach Mexiko hin eine Mauer ziehen will, damit niemand mehr ins Land kommt. Das ist ja Irrsinn. Die Trumps sind nicht die einzigen Kallstädter, die in den USA reich wurden. Auch die Ketchup-Dynastie Heinz stammt aus dem Weinort mit heute 1200 Einwohnern. Die Tourismuswerber wollen aber lieber mit einem anderen Pfund wuchern. Wir haben keinen Angriffspunkt, um hier den Tourismus auf diesen Namen aufzubauen. Und das haben wir auch nicht unbedingt notwendig, weil wir hier mit unserem Wein, mit unserer Landschaft unheimlich gut so überzeugen können, ohne dass wir mit Trump und Heinz offensiv werben müssen. Trump hat angekündigt, Kallstadt besuchen zu wollen. Vorerst ist hier jedoch erst einmal eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien angekommen. Und darauf ist Kallstadt sogar stolz.